Für uns geht's jetzt zurück nach Deutschland. Wenn ich zurück in Deutschland bin, ihr werdet sehen, wie wir unser Leben verändern werden. Alles wird sich ändern. Fitness, Disziplin, Konstantität, Exzeplizität und Schnelligkeit. Mama. It's a new day, it's a new life. From Jindawi. And I'm feeling good. Amerika, Amerika, wir sind zurück in Deutschland. Ey, warum heißt es eigentlich Vaterland? Warum nicht Mutterland? Weil es ist dein Vater. Deutschland ist dein Vater. Ich würde sagen, du sollst Bundeskanzlerin werden, damit dieses Land Mutterland wird. Hey, wow. Leute, wir haben gesagt, wir verändern unser Leben. Und wie verändert man sein Leben? Mit Medizin. Du brauchst die richtige Pille. Hier haben wir die Neustartpille. Einfach loslassen und neu anfangen. Luisa. Gibt's auch als Zäpfchen. Start dein Leben neu. Wo warst du? Nedir, ich habe wegen der Tablette Durchfall bekommen. Das heißt, dein Leben hat sich verändert. Alles Böse ist raus. Hey, wow. Amerika, Amerika, wir sind zurück in Berlin und wir haben Post bekommen. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr seid die Krassesten. Ihr seid die Krassesten. Wir haben Post bekommen. Guckt mal, von wem. Nike. Einfach Post von Nike. Gebt euch einen Briefumschlag mit einem Nike-Logo. Der Brief ist noch verschlossen. Wir haben uns diesen Moment aufbewahrt und möchten mit euch diesen Brief öffnen. Imani, öffne diesen Brief. Öffne den Brief, Imani. Imani, du sollst den Brief nicht wegschmeißen. Du sollst den Brief öffnen. Mila, öffne du ihn. Mila, lies vor. Heiner, nach einem kleinen Nike-Paket würden wir dich und deine Familie nun gerne in unseren... Mila, ich finde, dass du gut lesen kannst, aber wenn du so weitermachst, sind wir übermorgen nicht fertig. Gib mal her. Hallo Nada, nach einem kleinen Nike-Paket würden wir dich und deine Familie nun gerne in unseren Nike-Store in Berlin einladen, um euch die volle Nike-Experience zeigen zu können. Nächste Woche planen wir dann deinen Besuch bei uns im Office, um über eine hoffentlich gemeinsame Zukunft zu sprechen. Luisa, komm sofort her. Da steht gemeinsame Zukunft. Luisa, hier steht gemeinsame Zukunft. Hoffentlich, um eine gemeinsame Zukunft zu sprechen. Ich glaube, die Nachrichten von den Jindawis sind angekommen. Luisa, ich habe mein ganzes Leben davon geträumt. Gemeinsame Zukunft. Was steht denn noch auf dem Zettel? Da steht, nun möchten wir euch gerne in unseren Nike-Store in Berlin einladen, um euch die volle Experience zeigen zu können. Ab in den Nike-Store, Nedir. Die haben uns eingeladen, Mann. Ab in den Nike-Store, Imani. Coco ist auch am Start. Er hat mir gerade gesagt, wir dürfen für 1000 Euro Sachen aussuchen. Abo Nedir, lass den Laden rasieren, yalla. Wie mache ich eine Durchsage mit dem Ding? Hallo Kollegas, ihr seid alles falsche Fuffis. Kommt keine Antwort hier? Was sind das für Kollegen? Wer nennt mich hier einen falschen Fuffi? Du bist ein falscher Fuffi, ob du willst oder nicht. Sag jetzt deinen Namen. Was, mein Name? Sei nicht frech, bevor ich Coco hole. Mein Manager. Und gerade an den Manager gerufen? Hey, what? It's my time to shine. 522 und 91 Cent. Also haben wir nur noch 480 Euro ungefähr. Luisa, kein Problem. Wir machen so. 80 Euro kriegst du, den Rest nehme ich. Wie findest du diese Jacke? Luisa, ich finde die krass. Sag ich dir ehrlich, die krasseste Jacke bis jetzt, die ich gesehen habe. Was kostet die? Ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Ich fand die gut auf ersten Blick, auf zweiten Blick. War okay. Wie viel habe ich jetzt noch? Wir sind jetzt bei 822,90 Cent. Also, ich habe noch 180 Euro. Okay, was können wir holen? Als nächstes holen wir ein Kopftuch für meine Mutter. Falls sie irgendwann mal einen Marathon laufen wird. Dann berechne mal, Bruder. Wie viel bleibt dann übrig? Noch knapp 140 Euro ungefähr. Jetzt bleibt 140 für mich.
Asena und Selin. Hallo Emre, hallo Ömer, hallo Asena und hallo Selin. Ich hoffe, euch geht's gut. Lieben Gruß von Jindawi. Aywa. 977, 88 Cent. Wir haben noch 22 Euro ungefähr. Was kann man mit 22 Euro kaufen, Luisa? Hast du Boxershorts für 22? Mila, wir haben noch 22 Euro. Was willst du haben? Wir müssen bis auf den letzten Cent den Gutschein ausnutzen. Luisa, hier sind Trainingshandschuhe. 30 Euro, können wir uns nicht mehr leisten. Headpants, 6 Pack, 19,99 €. Wie viel ist jetzt? 997,87 €. Das heißt, 2 Euro sind jetzt noch frei. Ihr schuldet uns 2 Euro jetzt. Okay. Nike schuldet uns jetzt 2 Euro. Okay, dann machen wir so. Ihr habt Schulden bei uns. Hallo ihr beiden, ich bin Nada und ich bin Streetstyle-Fotograf. Ja. Kann ich von euch ein paar Fotos machen? Na klar. Ja, klar. Hey. Mila, weißt du, wo wir hingehen? Zu einem Ponyhof. Imani sieht zum ersten Mal ein Pony. Stabile Haare, Seiten auf Null. Abo, wer ist dieser Irokese? Abo, was für eine Frisur. Was geht ab, Bratanz? Alles klar, Bratanz? Du siehst aus wie ein Löwe, aber nur, dass du ein Pferd bist. Bruder, wir sehen uns. Guck mal, er kommt mir hinterher. Bruder, ich muss los. Was soll ich dir machen, Bratan? Ich würde gern bei dir bleiben, aber ich habe selber Familie. Mach jetzt nicht diese. Nein, auf. Was leckst du Koko ab? Hör auf, Koko abzulecken. Jetzt gebt euch mal dieses Pferd. Wow. Jetzt gehen wir in den Stall von den Ponys, da wo die rumscheißen. Der weiße ist Mr. Winterbutton und die andere ist Finn. Mr. Winterbutton? Ja. Warum Mr.? Hat er eine Firma oder was? Bist du bereit? Heute ist Matchday. I'm ready. Deine Familie kommt dich natürlich unterstützen. Wir sind am Start. Imani, ich, Mila und Coco. Leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?